Deutschland gegen die USA. Laut, schnell, einfach krass. Der ultimative PS-Showdown. Und die Frage, wer baut die besseren Fahrzeuge? Insgesamt sind 4000 PS bereit für einen Vergleich der Superlative. Die USA fahren alles auf, was schnell und groß ist und was ordentlich Dampf an der Kette hat. Mit dem Ding hier mache ich alles nass. Wirklich? Das Grip-Länder-Duell bringt Licht ins Dunkel. Schauplatz des heutigen Länderkampfes ist das Dekra-Testgelände direkt am Lausitzring. Er vertritt heute Schwarz-Rot-Gold und geht für Deutschland an den Start. Grip-Testfahrer Matthias Malmedy. Wer soll uns Deutsche schon schlagen? Wir sind erstens Fußball-Weltmeister und zweitens haben wir eh schon immer die besten Autos gebaut. Und die deutschen Fahrer sind ja auch nicht so schlecht, ne? Und dieser Mann ist Matthias' erster Gegner. Er steht stellvertretend für pure Ami-Power. Karl Geiger ist bekannt für richtig extremes Ami-Tuning. Egal, was er jetzt aus der Schublade rausholt, ich werde ihm jetzt mal eine verpassen. Ja, servus. Karl, servus. Und, fahren wir es heute aus? Ja, heute fahren wir es mal richtig aus, ne? Was hast du denn da Schickes mitgebracht, Hammer? Du, so eine graue ZR1. Ja, ZR1 sehe ich, ist mir bekannt. Aber ja. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass es hier normal ist. Du hast da irgendwas gemacht. Ja, so ein bisschen halt ein bisschen Software-Tuning und ein paar andere Rädchen drauf gemacht und so, aber es hält sich in Grenzen. Die normale ZR1 ist mit ihrem 6,2 Liter V8 Block und Kompressoraufladung schon ein ultra brutales Geschoss. Doch dieses Auto hat von allem mehr. Neues Fahrwerk und rennstreckentaugliche Semislick-Reifen. Der Motor hat spezielle Rennkolben und schärfere Nockenwellen. Und obendrauf ein sequenzielles Schaltgetriebe. Das Ergebnis? 1200 Kilo leicht, 800 PS stark und 350 km/h schnell. Okay, mach einen Strich drunter. Was haben wir an Leistung? Also ich habe einen 8er vorne drin. Einen 8er kann ich auch. Ja, schaut auf jeden Fall schon mal heiß aus. Carbonhaube mit Hutze, da muss ich mal ein richtiger Prügel drunter setzen. Ganz genau. Das ist der Motor vom X6M, komplett gemacht. Okay. 812 PS. Lassen Sie nicht lang reden, wir fahren es einfach aus. Gehen wir mal Gas. Ja. Mit dem M3 von Mannhardt geht Matthias für Deutschland ins Rennen. In der Serie hat dieser V8 schon beachtliche 555 PS. Dank diverser Umbauten und mehr Ladedruck hat dieser Biturbo-Ballermann jetzt furchteinflößende 812 PS, knapp 1000 Newtonmeter Drehmoment und er soll 360 km/h Spitze rennen. Bei der ersten Challenge geht es um Beschleunigung. Es ist Drag Race Time. Stehender Start, dann einen Kilometer voll durchtreten. Der Schnellere macht den ersten Punkt für sein Land. So, Freunde, jetzt gibt es ein waschechtes Drag Race. 1000 Meter liegen vor uns. Zwei Big Banger vom ganz perversen Schlag. Der Karl hat ein Monstergeschoss zusammengebaut. Sequenzielles Getriebe, diese Semislick-Reifen, das ist echt bitter. Aber die Corvette ist auch nicht dafür bekannt, dass es das absolute Traktionsmonster ist. Aber der M3 auch nicht. Ja, also das wird super spannend. Ich muss jetzt los. Insgesamt mehr als 1600 PS aus Deutschland und den USA stehen bereit. Los geht's. Wir schalten, 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 schalten. Gib Gas, Baby, gib Gas. Da, jetzt kommt der Karl. Das glaube ich nicht, aber wie er kommt. Alter Schwede. Sag mal, das ist ja Wahnsinn, wie die Karre vorwärts geht. Ja, ich habe halt wie immer den Start verpatzt, dann hättest du von Anfang an die Rückleuchte gesehen. Ja, bitter, aber ich kann nichts anderes sagen. Deine Corvette schiebt an. Eine bittere Niederlage für Deutschland. Also die Gründe, dass ich das Drag Race verloren habe, können eigentlich nur in der Motorleistung liegen. Meines Erachtens, weil das Mehrgewicht fällt, wenn dann, ins Gewicht beim Start. Und den Start habe ich gewonnen. Vielleicht hat der Karl nicht nur 800, sondern vielleicht auch 850, 870. Und der hat halt dann 800. Es war schon eindeutig, dass er schneller war.
Der erste Punkt beim Grip-Länder-Duell geht an die USA. Doch die Deutschen haben noch eine Chance auf Revanche. Wir haben hier ein schönes Oval. Das heißt, man könnte da schon ziemlich schnell rauskommen und dann hier auf den 2 Kilometern mal gucken, wie schnell man dann wirklich wird. Da müssen wir jetzt mal schauen, ob unsere Übersetzung langt. Aber gut, probieren tun wir es auf jeden Fall. Eine V-Max-Messung? Ja, sicher, klar. Bist dabei? Ja, logisch. Loslegen wir. Jetzt fahren beide eine Vollspeed-Runde im Oval. In den Steilkurven sollte man nicht schneller als 200 fahren. Dazwischen kann man Vollgas geben. Wer am schnellsten den Startpunkt passiert, gewinnt. Ich werde ein bisschen was versuchen. Und zwar werde ich hoffentlich ein bisschen schneller aus der Kurve rauskommen als der Karl und dann eine längere Gerade zur Verfügung haben, um dann Geschwindigkeit aufzubauen. Mal schauen, ich bin gespannt. Karl und seine Corvette müssen sich als Erste beweisen. Also ich muss ja zugeben, wir haben sowieso ein Problem. Wir sind zu kurz übersetzt, ich kann sowieso nicht schnell fahren. Okay. Das ist schon mal... Was auch immer nicht schnell heißen mag, ne? Karl stapelt weiter tief. Ich bin noch nie ein Ovalfahrer. Und ich muss ja sagen, ich bin heute das erste Mal mit dem Auto gefahren. Ich bin noch nie gefahren. Ja, alles gut. Alles gut, darum mag ich es ja nicht übertreiben. Kann die Corvette trotz kurzer Übersetzung noch nachlegen? Wie viel haben wir jetzt gemessen? 288. Jetzt kommt. 288. Jetzt kommt. Hä? Kann normal nicht sein. Warum? Müsste 315 oder 328. Da steht 288 drauf. Du hast noch einen Gang, Karl. Glaube jetzt nicht. Ne? Ja, 288. Wir sind nicht schneller als 288 okay. Gefahren. Probieren wir es nochmal. Zweiter und letzter Versuch für die USA. So, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260. Sollte Karl die letzte Welle noch finden, sind 300 Sachen eigentlich locker drin, oder? Das passt, oder? Ist amtlich, würde ich sagen. GPS 328. Jetzt bin ich ja mal wirklich geschwitzt. Ich bin halt kein Rennfahrer. Und ich bin extra eine Woche ins Fitness gegangen. Jetzt kriege ich das Ganze. Auf der 2,3 Kilometer langen Geraden kommt die ZR1 auf 328 km/h. Kann Matthias das noch toppen? Ja, die Mitfahrt jetzt mit dem Karl war der absolute Oberhammer. Dieses Auto liegt, das geht und geht und geht. Das ist wirklich krass, wie dieses Auto anreist, auch bei hohen Geschwindigkeiten noch. Ich bin gespannt, wie der BMW fährt bei Highspeed. Ich werde versuchen, dass ich schneller aus der Kurve rauskomme als der Karl, weil der Karl ist da relativ gemütlich rausgekommen und hat dann voll den Pinsel runtergedrückt. Jetzt muss der Deutsche 812 PS Biturbo-Kracher von Mannhardt zeigen, was er drauf hat. Ist ja brutal. Ich glaube, ich bin vor 20 Jahren das letzte Mal mit dem BMW gesessen. Echt? Ich bin noch nie. Keine Ahnung. Ich habe irgendwann mal einen 323i gefahren. Ja. Aber das ist bestimmt schon 25 Jahre her. Keine Ahnung. Seitdem nur Amis. Nur Amis. Der Mannhardt BMW soll 360 km/h Spitze laufen. Beeindruckt Karl? Ja, geht schon kräftig. Die Räder sind noch ein bisschen kalt, wie du merkst. Ja, ich merke schon. Matthias nimmt Anlauf für die erste Hochgeschwindigkeitsmessung. Das ist ja Wellness hier lautstärkemäßig, ne, gegen deinen. War heftig, ja. 280 laut Tacho. 278, 85. 397. Wie viel? Knappe 300. Knappe 300. Ja, das kriegen wir noch ein bisschen schneller hin. Nächster Versuch. Da muss doch noch was gehen.
Baby, jetzt gib alles! Gib alles! Jetzt gib mal richtig ein Gas! Kleiner Beamer! Nehmen wir mal das Feuerzeug und dann Gaspedal raus. Da ist kein Feuerzeug, glaub mir, Karl. 30 km/h muss Matthias noch draufpacken. Dann gewinnt er die Challenge. 253, 60, 70, 80, 90, 300, 302. Mehr geht nicht beim Mannhardt. Das heißt, Matthias ist 26 km/h langsamer als Karl und seine getunte Corvette ZR1. Ach je, oje, das ist ja für ist alte Herren. Du sagst, es ist ein Familienauto. Ja, ja. Das ist ein Familienauto mit Käfig. Oh. Also, das ist ein Familienfahrzeug. Und dieses Familienfahrzeug ist gerade wie schnell gefahren, Karl? 302,2. Das bedeutet, das mit 812 PS stärkere Auto hat die Challenge verloren. Wie kann das sein? Ich vermute, dass es ein bisschen die Aerodynamik ist, weil das ist halt ein ganz normales Coupé, kein Sportwagen. Und da ist natürlich ein bisschen mehr Wind einfach am Start. Hinten der große Heckflügel tut sein Übriges. Es bringt zwar Fahrstabilität bei schnellen Geschwindigkeiten, was für die Straße gut ist, aber wenn du Highspeed fahren willst, ist der Flügel, glaube ich, nicht so gut. Aber ich muss sagen, er fährt super gut. Ich hätte mich nicht traut, mit 200 durch so eine Wahl zu fahren. Und er hat wirklich bis zum Letzten alles gegeben. Hut ab. Ich bin wirklich Anschlag bis letzte Rille, Ende der Gerade und dann richtig reingebremst auf 200 runter und dann wieder in die Steilkurve rein. Es ging nicht mehr. Also von der Straße lag ist alles super. Die Bremse hakt mal richtig rein. Nur die Leistung ist halt leider zu wenig. Noch ein bisschen schrauben. Der Punkt geht an Amerika. Tada! Scheiße! Scheiße! Der Punktestand nach zwei Challenges: Deutschland 0, USA 2. Deutschlands nächster Gegner fährt mit einer uramerikanischen Legende vor: einer Harley Davidson. Frank Ude ist Mitglied von Münchens größtem Harley Club. Und die Bikes aus Wisconsin sind Leidenschaft und Lebensmotto zugleich. Kein anderes Motorrad steht mehr für Lifestyle, Spaß, gute Leute, cool, Sound. Mit der Harley hier mache ich alles platt. Da glaubst du doch wohl nicht im Ernst, dass du mit diesem riesen Eisenschwein hier ein deutsches Motorrad nass machen kannst. Bist du so ein Männermoped schon mal gefahren, Matthias? Nee, so eins noch nicht, aber ich kann auch gar nicht Motorrad fahren. Aber ich habe einen, der es kann. Da bin ich immer sehr gespannt. Da? Das schauen wir uns an. Das ist der liebe Jens Kuck. Normalerweise fährt er immer gegen mich. Hallo. Heute fährt er für mich gegen dich. Jens, grüß dich. Hi, servus. Grip-Motorrad-Tester Jens Kuck tritt für Deutschland mit der BMW R9T an. Das Naked Bike im Retro-Look hat einen Zweizylinder-Boxermotor mit 110 PS. Bike passt, super, einwandfrei. Jetzt hau ich einen raus, könnt ihr mal sehen, wie das läuft. Die USA gehen mit der Harley Night Rod Special an den Start. Ein waschechter Powercruiser mit mächtigem Doppelauspuff. Und unter dem Sattel hämmert ein 1,2 Liter V2 mit 122 PS. Die Harley hat mehr Power, aber auch 80 Kilo mehr Gewicht als die BMW. So, Männer, ihr seid bereit? Bereit. Jawohl. Schutzkleidung ist angelegt. Kommt. Alles am Mann. Dann würde ich sagen, los geht's. Die Zutaten für die Motorrad-Challenge sind Pylonen, ein typisch deutsches Gericht und für die Amis eine Portion Bohnen. Vom Start geht es mit Vollgas los, dann durch die Wendebox und weiter zur Verpflegungsstation. Hier gilt es, möglichst schnell Sauerkraut und Bohnen zu vertilgen. Anschließend müssen beide mit der Landesflagge durch einen Slalom ins Ziel. Ich glaube, das Ganze wird beim Sauerkraut und bei den Beans entschieden. Ansonsten haben wir zwei geile Bikes am Start. Ich würde sagen, der bessere gewinnt. Schauen wir mal, was der Profifahrer drauf hat. Wenn ein Challenge ist und ihr mich ruft, dann wisst ihr, was passiert. Ich gebe immer alles. Und auch wenn es ein grober Unfug ist, aber das läuft und das seht ihr jetzt gleich. Jetzt geht es um die Biker-Ehre beim Grip-Länder-Duell Deutschland gegen die USA. Jens heizt schon mal die Reifen der BMW vor. So, die letzten Startvorbereitungen laufen. Die Jungs machen die Reifen warm und die Gashände. Auf der Geraden hat die Harley erstmal keine Chance gegen die BMW.
So, wer liegt vorne? Wer liegt vorne? Ich würde sagen, der Abstand ist eindeutig. Ja? Das ist mein Eisen im Feuer. Jens Kucki kommt als Erster hier in die Wendezone. Jetzt, ja, genau. Ja, er macht das schön, aber es ist nicht schneller. Trotzdem behält Deutschland die Führung. Jetzt kommt hier die schönste Station. Jetzt gibt's was zu essen. Mmh, für Deutschland lecker Sauerkraut. Und für die Amis die Bohnen. Er schüttet sich das einfach rein. Boah. Ja, ist. So, die Bohnen kommen schneller rein. Ah, oh Mann, beeil dich, Jens! Jetzt müssen die Jungs nur noch mit der Landesflagge in der Hand den Slalom passieren. Der Jens hat nachgedacht. Mit Fahne. Ja, er muss die Fahne holen. Das ist jetzt blöd für die Amerikaner. Jens wedelt durch die Pylonen und fährt das Rennen locker nach Hause. Frank muss zurück zur Fahne. Das war's dann wohl für die USA. Yes! Während Jens den Punkt für Deutschland feiert, fährt Frank als Zweiter durchs Ziel. So muss das sein, Jens. Das habe ich von dir erwartet. Sauber. Sieg für Deutschland. Ja, herzlichen Glückwunsch für den zweiten Platz. Ja, ein ehrenvoller zweiter Platz. Ich kontrolliere jetzt noch mal ganz kurz, wer aufgegessen hat. Ne? Jens. Also wir sehen hier das gute Sauerkraut. Da ist noch ein bisschen was drin. Ne? Ach, ein Löffelchen. Aber mal gucken, ob die Bohnen alle sind. Nee, die Bohnen sind auch nicht alle. Ja? Okay. Also bleibt es beim Endergebnis. Deutschland, ein Punkt. Amerika, keinen Punkt. Danke, Jungs. Habt ihr gut gemacht. Sehr gerne. Unterm Strich bedeutet das, Deutschland holt auf. Nur noch 2:1 für die USA. Die nächste Challenge beim Grip-Länder-Duell, Rasenmähen. Für Deutschland am Start, Rasentraktor Wolf Expert. Aus den USA geht ein John Deere-Aufsitzmäher ins Rennen. Die Gartengeräte haben mit 17 PS gleich viel Leistung. Die Aufgabe? Mit den beiden Minitreckern die Landeskürzel DE für Deutschland und US für die USA in den Rasen mähen. Wer das Gras dann als erster in den 2 Kilometer entfernten Tonnen entsorgt hat, hat gewonnen. Und das ist das Gerät für den Grastransport der Amerikaner. Der Ford Raptor Pickup. Typisch Ami mit dicken V8, 416 PS und 3 Tonnen schwer. Und das ist Tommy, ein eingefleischter Pickup-Fahrer und US-Auto-Fan. Also das ist einfach ein richtig dicker, fetter Brocken. Mit einem richtig dicken, fetten V8 drin und du kriegst richtig was auf die Ladefläche. Hallo Tommy. Hallo Matthias, grüß dich. Schönes Auto immer. Ja. Ist ja nicht ein bisschen groß für dich? Ne? Meinst du? Was hat denn für Leistungsdaten? Naja, über 400 PS, 6,2 Liter. Ja, immer. V8 kann ich aber auch. Guck mal da. Ja. Was sagst du? Meiner ist aber größer. Ja, meiner ist aber schneller. Also, das ist der einzige VW Amarok auf der ganzen Welt, der ein V8 unter der Haube hat. 4,2 Liter aus dem Audi Q7. Matthias tritt an mit der stärksten Pritsche, die je in Deutschland gebaut wurde. Dem VW Amarok V8 Passion. Aus einer Kooperation der Tuning-Schmiede MTM und dem Fahrzeugbauer Dirks entstand dieser Power-Pickup mit 410 Diesel PS. Ich wage jetzt mal zu behaupten, dass ich dich damit fertig machen werde. Probieren wir es aus. Würde ich auch sagen. Los geht's. Durch den Morast und Dreck dieser Offroad-Hölle müssen Matthias und Tommy gleich das gemähte Gras transportieren. Die Aufgabe, die jetzt vor uns liegt, ist, glaube ich, ziemlich schwierig, weil du ganz viele Sachen falsch machen kannst. Du kannst taktische Fehler machen, du kannst einfach auch irgendwie zu langsam eiern, du kannst dich verzetteln beim Mähen. Dann muss natürlich das Auto auch heile bleiben im Gelände, immer ziemlich schwierig. Deswegen ganz reinhacken kannst du dann auch nicht. Und das gilt alles zu beachten, ein Gesamtpaket zu schnüren und dann als Erster durchs Ziel zu gehen. Die beiden Pickups und die Rasentraktoren sind bereit für das Länderduell. So, Bauer Matze legt los, Freunde. Mähwerk runter und das D kommt in den Rasen. Bauer Matze mäht sich einen Wolf und geht schon vom D zum E über. Auch Tommy mäht inzwischen das S in den Rasen. Volker! So, runter. Zack, zack. Ah,
doch schon los, komm. Beim Abmontieren des Mähkorbs und dem Aufladen hilft jeweils ein Assistent. Nach dem Aufladen unterläuft Tommy aber ein schwerer Fehler. Er hat den Traktor hinter dem Pickup geparkt. Ja, hast du hinter deinem Auto geparkt, ne? Denkfehler. Amerika verliert wertvolle Zeit, während das deutsche Mähgut schon Richtung Offroad-Parcours unterwegs ist. Boah, Altersrede geht ja los. Gut. Tommy bläst mit lautem V8-Gebrüll zur Aufholjagd. Kurze Kontrolle. Matthias hat seine Buchstaben D und E vorbildlich in den Rasen gemäht. Tommy hat sich auch viel Mühe gegeben, aber sein S ist seitenverkehrt. Naja, wir lassen es trotzdem gelten. Zurück in den Dreck. Die dicken 22 Zöller beim Amarok sind eigentlich nicht fürs Gelände geeignet. Dafür stimmt die Leistung des V8 TDI. Boah, Alter, was der für einen Drehmoment hat. 900 Newtonmeter ungefähr. Es sind sogar 930. Tommy hat zwar nur knapp 600 Newtonmeter, prügelt den Ami aber ohne Kompromisse durch Dreck und Schlamm. Trotzdem, Team USA ist abgeschlagen. Matthias, wo bist du denn? Matthias kämpft sich unterdessen langsam Richtung Ziel. Das rutscht ja ganz schön hier mit Straßenreifen den Berg runter. Ist da schon irgendein amerikanisches Fahrzeug zu sehen? Nein. Jetzt muss Matthias sein Gras nur noch wohlbehalten ins Ziel bringen und in der richtigen Tonne entsorgen. Dann hat er die Challenge gewonnen. Was ist denn jetzt hier die deutsche Tonne? Ich fahre einfach so dran. Lieber keine Zeit verschwenden. Tommy hat im Gelände ordentlich aufgeholt und kommt gefährlich nah ran. Habt ihr aber noch ganz schön aufgeholt, hör mal. Fertig. No. Volker, danke. Deutschland gleicht nach Punkten aus. Es steht 2:2 beim Grip-Länder-Duell. Das ist Matthias' nächster Kontrahent. Dieser Mann steht für Speed Extrem. Einer von Deutschlands schnellsten Drag-Racern. Sein Name Micha Vogt. Ja, was mich an den Amerikanern fasziniert, ist einfach diese brachiale Motorgewalt und die, wenn du die brachiale Motorgewalt dann einfach in Vortrieb umwandelst. Die Dinger machen einen Höllenspeed und dazu auch einen Höllenkrach. Mit dem 71er Nesca hier aus USA werde ich alles in Grund und Boden fahren. Das Ding hat 780 PS und die kommen auch alle an der Hinterachse an. Also könnt ihr mir hinstellen, was ihr wollt. Mit dem Ding hier mache ich alles nass. Micha. Hallo Matthias. Was hast du denn da bitte für ein riesiges Eisenschwein mitgebracht? Ja, das sagst du ganz richtig. Das ist ein 71er Plymouth Satellite. Mit einem 571er Hemi, Aluminium, 780 PS, 4 Speed. 780 PS? 780 PS. Okay, und das Bügelbrett da hinten drauf, brauchst du das? Das Bügelbrett brauche ich A, wenn ich abends mal ein Bier trinken will, und B, um hier ein bisschen Anpressdruck zu kriegen, damit das Ding hinten nicht anfängt zu schwimmen, weil wir haben hier halt noch eine richtige Ami-Technik. Dieses Highspeed-Monster auf Basis eines 71er Plymouth Satellite ist das letzte Auto des legendären NASCAR-Konstrukteurs Dana Warriors. Unter der Haube ein 9,4 Liter V8 mit 780 PS. Dieses Einzelstück ist eine blechgewordene Ikone des amerikanischen Motorsports. Alter, was geht denn jetzt ab? M1 im absoluten Vollrenntrim. Guck dir dieses Auto bitte mal an. Ja, ist ganz niedlich, so wie er da steht, ne? Ganz niedlich, ich gebe dir gleich mal eine. Vorhang auf für eine echte Motorsportlegende. Matthias geht für Deutschland heute mit einem ganz besonderen und einmaligen Fahrzeug aus der klassischen Motorsportabteilung von BMW an den Start. Das BMW-Team wartet schon. Tagchen, Jungs. Servus, hallo. Servus, Matthias. Hi. Grüß dich. Grüß euch. Ich bin ehrlich gesagt komplett mit Gänsehaut bedeckt.
dass ich dieses Auto heute fahren darf. Erzähl mir doch mal ein bisschen, was haben wir hier für ein Gerät stehen? Kann ich mir gut vorstellen. Das ist dein Bolide für den Tag heute. Ja. Das ist ein Original Procar aus der Procar-Serie 79. Die Rennen der Procar-Serie fanden zwischen 1979 und 1980 im Rahmenprogramm der Formel 1 statt. Die fünf schnellsten des Trainings, dazu 20 Privatfahrer, fuhren in M1 Procars den Sieg untereinander aus. Am Steuer Motorsportlegenden wie Niki Lauda, Nelson Piquet, Clay Regazzoni und Hans-Joachim Stuck. Dann gib mir doch mal bitte eine kurze Einweisung, weil so ein Schätzchen, da darf ja nichts passieren, ne? Du darfst heute den Original Piquet M1 Procar bewegen. Das ist unfassbar. Das kann ich mir gut vorstellen. Darf ich mich mal reinsetzen? Ja, natürlich. Auch Schalensitz. Okay. Alter. Fühlst dich wohl? Ja, Sitz kann man den auch ein bisschen verstellen, oder? Den kann man verstellen, ja. Perfekt. Fünfganggetriebe, eine Zweischeibens-Hinterkupplung. Anfahren braucht ziemlich viel Drehzahl, also so zwischen 5.000 und 6.000 anfahren. Und im normalen Fahrprogramm würde ich dann so die 8.000 nicht deutlich überschreiten. Okay, kann man mit dem Auto jetzt quasi fahren wie mit einem normalen Serienauto, oder ist das so eine Mega-Diva? Nö, der fährt sich relativ einfach. Der BMW M1 war zu seiner Zeit, Ende der 70er Jahre, der schnellste deutsche Supersportler. Diese Rennversion wurde parallel zum Serienauto entwickelt. 1020 Kilo leicht, bis zu 480 PS stark. Der Motor? Ein 6-Zylinder-Sauger, 4 Ventile pro Zylinder und 3,5 Liter Hubraum. Matthias macht sich bereit für eine unvergessliche Erfahrung. Du lässt das Auto an und du hast im Standgas schon so ein lautes Gebrüll auf den Ohren, dass alles zu spät ist. Wenn du dann anfängst loszufahren und die Gänge durchdrehst, das ist so brutal laut, das ist unfassbar. Dieses Auto liegt so perfekt, total ruhig. Das Einzige, woran man sich wirklich gewöhnen muss, ist die Lenkung, weil die ist so mega spitz. Der M1 Procar ist nicht nur eine messerscharfe Fahrmaschine, er ist auch sauschnell. In 4,5 Sekunden schießt das Teil auf 100. Spitze mit der langen Getriebeübersetzung 310 km/h. Alter, ist das heftig. Und was super genial ist, wie präzise das Schaltgetriebe funktioniert. Das ist unglaublich. Ich meine, dieses Auto ist uralt. Ja? Fast so alt wie ich. Und das Getriebe funktioniert, wie man es von BMW gewohnt ist, nämlich absolut präzise. Die Kupplung ist obergenial. Ich führe es nochmal vor. Anliegt bei der Konfiguration 480 PS, das hört sich jetzt nicht so oberhammermäßig an, aber man muss bedenken, es sind nur 1000 Kilo ungefähr. Ja? Und das ist eine Kombination, die so eine Freude bereitet. Es ist unfassbar, wie dieses Auto geht. Und auf der Geraden hast du nach gefühlten 100 Metern die Vormax erreicht. Das ist unglaublich. Abartiger Speed und brutale Power. Michas Nesca hat davon mehr als genug, auch wenn es an Bord deutlich entspannter zugeht. Der Matthias, der dreht ja seine 8000 Touren. Wenn ich hier jetzt hier auf der Geraden bin, ich im vierten Gang, da dreht mein Auto 3500 Touren. Das ist ja gar nichts. Ich könnte den ganzen Rundkurs im dritten Gang fahren. Das Nesca ist auf der Geraden deutlich schneller als der kürzer übersetzte M1. Im Oval muss Micha aber aufpassen. Also im Vergleich zu den Nesca-Kursen ist der Kurs in Deutschland hier ganz anders. Auf dem Dekra-Prüfgelände. Die Kurven sind wesentlich höher. Beim Nesca hast du 20, 25 Grad Steigung. Hier hast du 43 Grad Steigung. Also ist ein Riesenunterschied.
Ich muss hier auch aufpassen, je höher ich komme, desto mehr fangen meine Reifen an zu schleifen. Ich müsste das Fahrzeug noch höher machen, aber ich will halt auch Geschwindigkeit rausholen. Deshalb muss ich ein bisschen auf Risiko schön hochfahren. Voll ans Limit schon in der Einführungsrunde. Und dann passiert es. Michas Befürchtung wurde Realität. Einer der Reifen ging tatsächlich im Oval K.O. Das gibt's doch nicht, ey. Jetzt war ich zu hoch, zu viel Schleifen. Dann hat's mir den Reifen zerfetzt. Aber ich habe noch Straßenreifen dabei. Ich zieh gleich auf und dann zeige ich's dir. So. Und auch nicht ungefährlich für ihn und sein Highspeed-Monster. Aber Straßenreifen haben weniger Grip. Ein Vorteil für Matthias. Ja, ich kann es gar nicht sagen. Wir sind ja noch nie gegeneinander gefahren. Ich weiß nicht, wie er vom Start wegkommt. Ich weiß, dass ich vom Start absolut genial wegkomme. Der dreht hoch, dann, du drehst die Gänge durch und schon hast du V-Max. Also vielleicht bin ich da sogar schneller. Dann auf den langen Geraden wird er, glaube ich, vorbeifahren, weil er einfach länger übersetzt ist. Dann geht es in den Handling-Part. Da wird es ein bisschen enger, ein bisschen kurviger. Und da habe ich definitiv Vorteile, weil dieses Auto, dieses Nesca, ist einfach nur zum Geradeausfahren gemacht. Jetzt kommt es zum Duell der Motorsportlegenden Procar gegen Nesca. In der Aufwärmrunde passiert es. Michas V8-Bolide zieht eine gigantische Rauchwolke hinter sich her. Das sieht nicht gut aus. Oh, Scheiße! Oh, fuck! Fuck! Micha muss sofort anhalten und den Schaden begutachten. Ich habe mir die Kopfdichtung durchgeblasen oder vielleicht sogar einen Kolbenring weg, ich weiß es nicht. Bin gefahren, aus dem Oval raus, hab runtergeschaltet und dann eben hier auf der Geraden, jedes Mal bei jedem Gasstoß kam hinten eine riesenblaue Wolke raus. Also ich hoffe mal nur eine Zylinderkopfdichtung weggeschossen, vielleicht sogar ein paar Kolbenringe. Ich kann es dir nicht sagen. Ja, im Rennen ist jetzt natürlich Essig, also so kann ich nicht antreten. Und ich denke nicht, dass Matthias oder die BMW-Jungs eine Zylinderkopfdichtung für einen 571er Hemi liegen haben. Besonders ärgerlich für Micha, der 9,4 Liter V8-Motor war noch fabrikneu und hatte erst 200 Meilen auf der Uhr. Unten ist er dicht, habe ich gerade geguckt, aber hier oben ist alles verölt. Ich denke mal, Zylinderkopfdichtung ist durchgeschossen. Scheiße. Ja, richtig scheiße. Ein anderes Wort gibt es dafür nicht, so, Entschuldigung. Ich werde bei der Challenge nicht antreten können. Das tut mir jetzt echt leid, ne? Das ist Motorsport, aber Motorsport heißt auch, wer nicht antreten kann, der kann auch nicht gewinnen. Und das heißt im Umkehrschluss, Amerika, ich nehme dich schon mal in den Arm, 0 Punkte und Deutschland 1 Punkt. Amerika, es tut mir leid. Aber Matthias, ich mache das Ding jetzt fertig und ich hätte gerne einen Rerun. Ich möchte ganz gerne mit dem Auto noch mal gegen dich antreten. Gerne. Und dir zeigen, was das Baby kann. Ich würde auch mit meinem BMW gerne richtig gewinnen und nicht so halb. Der Endstand 3:2. Deutschland schlägt die USA beim Grip-Länder-Duell. Matthias hat die ultimative PS-Schlacht gegen die Amis am Ende knapp, aber verdient gewonnen.